Oberflächenbehandlung mit tiefer Wirkung, für hohe Erträge und auszeichnete Produktqualität. So könnte man den Leistungsausweis der Landurblattdünger beschreiben. Der Beweggrund für einen Einsatz ist vielseitig. Ein Thema sind sicher extreme Wetterverhältnisse. Nasskalter Boden, zum Teil verdichteter Boden. Da ist eigentlich wichtig, dass ich ganz viele Spurenelemente, die nicht aufgenommen werden können. Oder auch, wenn es heiß ist, wie vor 2 Jahren, braucht es einfach viel Blattdünger, weil man mit denen schnell reagieren kann und sofort etwas korrigieren kann. Wir machen den Streifzug durchs Berner Seeland und gehen den praktischen Anwendungen von Blattdünger in den Kulturen nach. Hier eine Herdöpfelparzelle in Kerzers. Also wir setzen hier hauptsächlich Battenstar an. 5 Liter die Hektare, meistens unter 2 Mal. So ein Battenstar wird standardmässig bei den Herdöpfeln hier im Seeland grossflächig eingesetzt. Und zwar weiss man einfach, dass die Herdöpfel ein schwaches Nährstoffaufnahmevermögen. Und das bringt es den Pflanzen. Wir setzen Battenstar ein, weil die Herdöpfel ein besseres Wurzelwerk haben, einen besseren Knollenansatz und das gleichmässigere Kaliber. Grundsätzlich kann man Blattdünger, um einen Überblick zu bekommen, in Kategorien aufteilen. Die ersten sind die klassischen salzhaltigen Dünger. Da gehört Mangansulfat oder Magnesiumsulfat dazu. Dann haben wir Gelat. Die sind formuliert, sind aber schlecht konzentriert, also nicht so eine hohe Konzentration, dafür gut pflanzenverträglich. Dann haben wir noch die vollformulierten Mittel. Die haben Hilfsstoff drin, dass es bessere Aufnahme gibt. Sie sind regenfest. Und dann am Schluss haben wir noch Pflanzenstärkungsmittel, wo der Pflanze hilft bei Wachstumsstress selber Phytoalexine bilden, dass sie so auch widerstandsfähiger sind gegen Krankheiten. Dünger wie das Battenstar in den Herdöpfeln oder das Betastar in den Rüben gehören zu den formulierten Düngern. Und das sind die Eigenschaften. Vorteil von formulierten Blattdünger, die liegen ganz sicher mal darin, dass man es mischen mit dem Pflanzenschutz. Man hat keine separaten Durchfahrten. Die Verträglichkeit für die Pflanzen selber ist sehr hoch. Man muss nicht damit riskieren, dass man irgendwelche Blätter verbrennen tut oder gar Schäden hat an den Früchten. Dann die Regenfestigkeit. Gerade wenn wir Perioden haben, wo sehr viel regnet, braucht es ca. 80 mm Wasser, bis die Mittel abgeschwemmt sind. Gegenüber einem salzhaltigen Mittel, wo noch 5-6 mm die Mittel schon abgewaschen sind. Parzellenwechsel. Battenstar wird auch im Salatbau eingesetzt. Mit dem können wir natürlich auch im Gemüsebau können wir im Frühling ganz gut arbeiten. Dass man die jungen Salatpflänzchen oder Setzlingen als man kann Battenstar geben kann, das tut es viel schneller das Wurzelwachstum machen. Wenn der Boden noch kalt ist und vom Boden noch kein Phosphor verfügbar ist, können wir durch das ein schnelleres Anwachsen machen. Und in der Praxis sieht das so aus. Bei allen Kulturen, unmittelbar nach dem Pflanzen, tun wir Battenstar für eine möglichst Wurzelbildung, dass wir viel Wurzelmasse haben. Und nachher bei den Endivien, Frise, tun wir Blattdünger, vor allem Inka, gegen Innenbrand und Rändle einsetzen. Und diese Massnahmen haben schlussendlich ganz einen starken Einfluss auf die Produktqualität, die auf diesem Betrieb schon fast nicht mehr wegzudenken sind. Was man hat, wenn man es nicht tut, mit Flüssigdünger ein bisschen korrigieren, ist einfach der Innenbrand, vor allem beim Endivien, Frisee und beim Eisberg oder Innenbrand und braune Ränder an der Spitze des Blatt. Und das will natürlich der Abnehmer nicht. Neben den inneren Qualitäten ist die Wirkungsweise auch auf das äußere Erscheinungsbild ein Argument, das sich in der Praxis widerspiegelt. Bei allen Kulturen, wo wir sehr hohe Wertschöpfung haben, Krise oder Erdbeerenbau, da lohnt sich so Mittel, lohnt sich natürlich doppelt zum Einsetzen, weil da geht es auch noch um Qualität, es geht um die Haltbarkeit, es geht um den Transport von diesen Früchten. Die Früchte werden geerntet auf dem Feld und haben teilweise einen langen Transportweg hinter sich, bis sie mal beim Konsument landet. Und da spielt natürlich Qualität einen sehr wichtigen Faktor. Vor allem die Festigkeit der Früchte,
Wo dann das Kalzium wieder mitspielen tut, wo in vielen Böden das Kalzium zwar vorhanden ist, aber die Kultur kann es nicht aufnehmen und bringt es nicht zur Frucht führen. Und hier wieder die Stimme aus der Praxis. Die Erdbeere ist wahrscheinlich das grösste Problem, ist natürlich Botrytis, jetzt wie in diesem Jahr da mit diesen Haufen Niederschlägen sowieso. Mehltau und der Zwiebel ist der grösste Ding, ist der falsche Mehltau. Und die Lösung sieht hier so aus. Ich setze das Phosphik bei der Erdbeere ein und in den Zwiebeln. Wir versuchen auch mit dem Pflanzenstärkungsmittel, mit dem Phosphik, bessere Qualität der Früchte herzubringen. Das heisst auch, dass die Transportfähigkeit und der schöne Glanz da ist. Also, dass so die Frucht besser präsentieren kann. Und noch ein Calcinit bei der Erdbeere, für die Transportfestigkeit zu erhöhen. Das heisst einfach die Festigkeit des Beeren. Man sieht es, die Anwendungsmöglichkeiten der Landwirtblatt- und Flüssigdünger sind sehr vielseitig. Über die örtliche Lande kann man sich beim geschulten Personal über das gesamte Sortiment informieren lassen und das Produkt auch beziehen. Und weil die ganze Thematik gerade in Spezialkulturen ziemlich komplex sein kann, steht das Landor mit der Gratisberatung jederzeit gern zur Verfügung. Läutet sie an.